Vielen Dank für die nette Anmoderation, Herr Brandstätter. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind und schalte einfach mal kurz meinen Bildschirm frei. Ich habe da sozusagen was vorbereitet, bevor ich den dann nachher für die Diskussion machen wir es dann wieder weg. Also mein Thema heute, über das ich mich sehr freue, ist, wer begeisterungsfähig ist, kann andere mitreißen. Und ja, wenn wir uns erstmal, wenn wir uns angucken, wer sind eigentlich Menschen, die begeisterungsfähig sind und die andere mitreißen? Ich möchte einfach mal als dreifache Mutter bei den Kindern anfangen. Also das kennen Sie wahrscheinlich irgendwie alle, wenn Kinder strahlen und Kinder haben eben dieses Leuchten in den Augen. Kinder machen sich keine Gedanken über Konsequenzen. Sie sagen, was sie wollen und brennen einfach für was. Dann kann man eigentlich gar nicht anders, als mitgerissen zu werden. Wir sehen hier dieses Bild von dem Kind mit den bunten Händen. Und als Mutter weiß ich genau, dass das bestimmt die Hände gleich irgendwie an der weißen Wand sind und man dann da Abdrücke hat. Aber meistens kann man da trotzdem nicht anders, als zu lachen und mitzumachen. Und wir wollen uns nachher mal angucken, was macht das eigentlich aus? Warum? Das ist dieses Strahlen in den Augen, das ist diese Zuversicht, die es macht, warum sie uns mitreißen. Und ein erwachsener Redner, der eben viele, viele Menschen mitgenommen hat, das wurde auch in der Kommunikationstheorie viel auseinandergenommen, ist Barack Obama, war einfach ein sehr starker Redner, ist ein sehr starker Redner. Und was macht ihn aus? Er ist herzlich, er hat so einen Blick nach vorne, er zeigt sich als Mensch, er hat seine Familie immer mit einbezogen, hat gut strukturierte Reden gemacht und hat immer so diese Wir-Form, yes, we can, nach vorne gemacht. Das ist ein Mensch, der kann andere mitreißen, das begeistert andere. Und das ist wirklich das, worum es ja irgendwo geht. Also ich möchte heute einfach fragen, seid ihr schon Begeisterungsmanager? Und bitte entschuldigt, dass ich hier das Du sage. In den meisten Projekten, in denen ich arbeite, ist das Du schon so ganz sozusagen herkömmlich. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir können nachher gerne wieder zum Sie in den Einzelgesprächen kommen. Aber ich habe die Präsentation hier auf Du-Form aufgebaut. Also bist du schon Begeisterungsmanager oder verkaufst du noch? Wo stehen wir eigentlich? Und warum ist das wichtig? Also ich glaube einfach, unabhängig, ob wir im B2B-Business sind, B2C, Start-up oder auch im Unternehmen, es geht immer darum, dass wir Geschäfte machen zwischen Menschen. Also es sollen Beziehungen entstehen. Nicht umsonst heißt das Geschäftsbeziehung. Und das ist so im Vertrieb. Es ist so, wenn wir einen Investor als Startup suchen, das ist so, wenn wir einen Spender im Non-Profit-Bereich suchen, aber auch im Unternehmen. Wir wollen ja auch, wenn wir eine tolle Idee haben, dann wollen wir sowohl Mitarbeiter davon überzeugen, wir wollen Vorgesetzte überzeugen, wir wollen Kollegen überzeugen, sonst werden andere unserer Vision nicht folgen. Also es geht immer darum, dass dieser Funke überspringen muss. Also wir wollen nicht Begeisterung erzeugen um unserer selbst wegen, sondern weil wir dann eben zum Ziel kommen, weil wir gemeinsam eben was Tolles erreichen wollen. Da glaube ich fest daran. Also in jedem Business geht es darum, diese Beziehung aufzubauen und vor allen Dingen auch zu pflegen. Das ist hinterher Networking. Es gibt viele Abhandlungen darüber, dass angeblich nur 7% entscheidend sind, was wir sagen und 93% hängen von Mimik, Gestik und der Stimme ab. Ob das im Prozentsatz so stimmt, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber oft bemerke ich, und da schließe ich mich gar nicht aus, dass wir sehr fokussiert sind auf das, was wir sagen wollen und das Wie irgendwie vergessen. Und ich glaube, dass das Wie einfach eine ganz große Bedeutung hat im Aufbau von Beziehungen. Begeistern kann nämlich jeder, der diese Begeisterung in sich trägt. Also wenn wir merken, da ist ein Mensch, der hat eine Begeisterung und will sie übertragen, wenn er selber brennt, ein Feuer kann nur entfacht werden, wenn da irgendwo ein Feuer ist, dann spüren wir das auf der anderen Seite. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man sich mal überlegt, wofür brenne ich eigentlich? Also habe ich in der Aufgabe oder in meinem Job habe ich da einen Purpose. Was ist mein Purpose? Wo möchte ich einen Impact liefern? Oder vielleicht finde ich das Produkt ganz toll. Also ich habe viel mit Gründern zu tun und die sind von ihrem Produkt oder in ihrer Dienstleistung super begeistert und wollen gerne das den anderen Menschen nahebringen. Da brennen sie für. Oder aber es kann ja auch sein, dass ich in einem Familienunternehmen arbeite und ich hänge einfach an diesem Unternehmen. Ich finde die Kollegen toll, ich finde die Historie toll, wie das gewachsen ist. Also man kann auch eine Verbundenheit zu einem Unternehmen haben. Und
Diese Begeisterung zu spüren und sich bewusst zu machen, ist in meinen Augen erstmal der erste Punkt schon mal. Und wenn keins von diesen drei Sachen gegeben ist, dann sollten wir vielleicht noch mal kurz auch über die Aufgabe nachdenken, ob wir vielleicht was anderes machen. Die gute Nachricht ist, Begeisterung und Begeisterung zu zeigen, kann man üben. Das ist wie beim Sport, wie bei der Musik, das kann man üben. Je mehr wir das üben, wie wir das machen, desto besser läuft das eben auch. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen, wo ich herkomme. Also Herr Brandstätter hat das so nett gesagt. Ich habe jetzt über 25 Jahre, arbeite ich im Marketing, Vertrieb und Fundraising, immer in Outgoing-Bereichen und zunächst angestellt. Seit 11 Jahren bin ich selbstständig und habe bestimmte Werte. Also bei mir waren die Werte immer Ehrlichkeit. Ich bin auch kein Mensch, der irgendwie gerne auf dem Gang hinter dem Rücken von anderen spricht, sondern Ehrlichkeit ist für mich ein ganz wichtiger Wert, den ich auch versuche, meinen Kindern zu vermitteln. Humor ist wichtig. Ich finde, das ganze Leben ist mit ein bisschen Humor viel schöner. Man kann leichter gemeinsame Ziele erreichen. Eine gewisse Schlagfertigkeit mit Respekt gehört auch dazu. Und da wären wir auch schon beim Thema Respekt. Ich finde Respekt sehr wichtig. Ich arbeite auch für ein Projekt, da kommen wir gleich noch zu, ist die Hip-Hop Academy. Im Hip-Hop ist Respekt ein ganz wichtiger Punkt. Also jeder ist so gut, wie er ist. Es ist unabhängig davon, wo wir herkommen, welchem Glauben wir angehören, wen wir lieben. Jeder ist gut, wie er ist. Und ich glaube, wenn die Menschen mehr gegenseitigen Respekt haben, dann würden auch weniger Unstimmigkeiten zwischen den Menschen bis in die globale Welt sein. Für mich ein sehr wichtiger Wert. Was habe ich gemacht bisher? Also ich habe viele Jahre bei der Walt Disney Company gearbeitet und dort habe ich wirklich Begeisterung gelernt. Also wir haben, wenn jeder, der neu ist bei der Walt Disney Company, der darf einmal ins Disneyland Paris oder in Amerika ist es dann in Florida reisen und man wird in diese Figuren gesteckt. Das heißt, wir haben damals eine kleine Schauspielschulung bekommen, wie wir uns verhalten müssen. Das ist nämlich entsprechend der jeweiligen Charaktere, muss man natürlich dann auch die Körperhaltung haben. Und ich war Pluto, als ich damals bei Disney angefangen habe. Und die Wirkung, die Pluto hat in dem Moment, wenn man durch diese Holztür geht auf die Kinder, ist einfach unglaublich. Also dieses Gefühl, wenn alle Kinder einem auf einmal an den Beinen hängen und sich freuen, Pluto zu sehen, das hat mich total fasziniert und bis heute begleitet. Also ich habe gemerkt, dass wenn wir etwas verkörpern, was andere toll finden und jemanden begeistern können, dann ist das wirklich spielentscheidend. Und bei Disney brauchten wir das deswegen. Ich war im Lizenzbereich, also ich habe Lizenzen für den Bereich, war Licensing Manager für den Bereich Apparel. Das ist hinter Toys der zweitgrößte Bereich und war Ansprechpartnerin für mittelständische Geschäftsführer, denen ich die Lizenzen verkauft habe. Und ich hatte damals beispielsweise, ich habe sehr früh gelernt, eben auf Augenhöhe dann auch mit den Geschäftsführern zu sprechen. Das heißt, wir waren überhaupt nicht eine Altersstruktur in den meisten Fällen, waren meistens damals die Herren, 40 Jahre älter und trotzdem sind wir einander auf Augenhöhe begegnet. Und meine Aufgabe war es, von diesen Disney-Charakteren zu überzeugen. Also ich habe beispielsweise dann die Lizenz für Winnie the Pooh an die Firma Trigema verkauft. Und vielleicht kennt ihr oder Sie Herrn Grupp von der Firma Trigema. Trigema ist ein Unternehmen in Bullarding in der Nähe von Stuttgart. Und Herr Grupp ist also wirklich, Herr Grupp beschäftigt ganz Bullardingen. Das ist ihm auch sehr wichtig, fertig nur in Deutschland. Und ist eine ganz tolle Persönlichkeit, vor der man eben wirklich großen Respekt haben kann. Und auch mit Herrn Grupp habe ich eben gelernt, damals ihn zu begeistern und als Geschäftsführer sozusagen mit von unseren Lizenzen zu überzeugen. Und das hat mich sehr geprägt. Also ich bin heute als Selbstständige, unterstütze ich verschiedene Projekte in ihrem Marketing und Fundraising. Ich betreue wieder zum größten Teil mittelständische Unternehmen sozusagen, Investoren, Spender, die Projekte unterstützen oder bei anderen Projekten eben Dienstleistungen. Und beispielsweise bin ich hier bei der Stiftung Kulturpalast. Dort haben wir Kinder- und Jugendprojekte für 3.200 Kinder. Und es geht regelmäßig darum, dass wir ein Netzwerk aufbauen an Spendern, die möglich machen, dass diese Projekte sozusagen von den Kindern aus benachteiligten Gegenden umsonst, dass die daran teilnehmen können.
Und ich sage immer, im Non-Profit-Bereich ist es so, das ist eigentlich die intensivste Form des Vertriebes, weil wir ja sozusagen etwas verkaufen, aber wir verkaufen nur ein gutes Gefühl. Wir haben kein Produkt, was wieder zurückkommt. Das heißt, warum unterstützen Spender diese Projekte? Weil sie eben das toll finden, was wir machen. Da steht aber dieser Punkt Begeisterung steht da eben besonders im Vordergrund. Wir müssen andere begeistern von dem, was wir machen, weil sie uns sonst nicht unterstützen, weil sie ansonsten nichts bekommen. Sie haben nur das Gefühl. Wie können wir begeistern? Das ist sozusagen, wir kennen die Situation aus dem Privaten, wenn wir verliebt sind, wir möchten jemanden für uns gewinnen. Dann, wir sind aufgeregt, wir werden uns so anziehen, wie wir uns wohlfühlen, wir werden strahlen, wir wollen, dass der andere das sieht. Ich glaube, es gibt so Studien, dass dann, wenn man verliebt ist, der Blick auch länger aneinander festhält, wenn man erstmal einander begegnet. Und natürlich gibt es große unterschiedliche Unterschiede, vor allen Dingen im weiteren Verlauf, hinterher im Geschäftsleben. Aber es geht genauso darum, dass wir jemand anderen für uns begeistern wollen. Nicht für uns, aber für das sozusagen für unser Produkt oder unsere Dienstleistung. Und wie der Dalai Lama schon gesagt hat, wir brauchen gute Beziehungen, also gute Beziehungen von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz. Das ist im Geschäftsleben genauso wie im Privaten. Wenn wir also jetzt pitchen wollen, und ein Pitch, damit meine ich jetzt nicht eine Gründungsidee zwangsläufig, sondern einfach eine Vorstellung einer Idee, die wir haben. Dann hat Carsten Maschmeyer hat gesagt, in seinen Augen ist Start und Landung sind die zwei wichtigsten Punkte. Also unser Gegenüber, der hat meistens in den ersten 10 bis 20 Sekunden seine Meinung gebildet. Er ist von Anfang an, sollten wir versuchen, dass wir ihn kriegen, dass er Lust hat, sozusagen uns zuzuhören. Also ein starker Einstieg ist total wichtig. Die Landung ist auch wichtig, dass wir eine Punktlandung machen, dass wir zum Schluss sagen, was wir wollen, wo wollen wir überhaupt hin? Und dazwischen liegt der Bereich unseres Pitches und da sind, glaube ich, die Leute begeistern anderen, die einfach eine klare Struktur haben, die einen roten Faden haben, sodass der andere weiß, worüber sprechen wir hier überhaupt. Da geht es ganz viel um Dramaturgie. Und da will ich einmal kurz einsteigen. Also der Pitch selber hat diese drei Phasen. Start, Dramaturgie, Landung. Für mich beginnt das Ganze aber schon zu Hause. Wenn ich ein wichtiges Meeting habe, gut, im Moment beginnt sowieso alles zu Hause, weil wir im Homeoffice sind, aber auch wenn ich eine große Veranstaltung habe und ich organisiere viele große Veranstaltungen mit teilweise 800 oder 1000 Teilnehmern, da bin ich selbstverständlich sehr aufgeregt auch vorher und habe aber gelernt, wie ich damit umgehe. Und das beginnt, damit ich andere begeistern kann, zu Hause. Ich wurde letztens gefragt von einem prominenten Unterstützer, den die Stiftung hat und der sagt, Sabine, es war eine Großveranstaltung, du wirkst immer so tiefenentspannt, das ist so angenehm, da mit dir zusammenzuarbeiten. Ist das angeboren oder glaubst du, man kann das lernen? Und ich kann sagen, ich glaube, dass man das lernen kann. Ich war als Kind, war ich sehr schüchtern und ich habe gelernt, wie ich mit dieser Aufregung umgehe und es hat halt für mich immer, es ist immer, ich habe das dann irgendwann für mich mal aufgeschrieben, was macht es eigentlich aus? Es ist dieser Prozess, das ist der Prozess zu Hause, dass ich mich gut vorbereite, der Pitch selber und die Nachbereitung. Also was findet zu Hause statt? Und ja, ihr seht das hier, das ist sozusagen die Dame in Locken. Es ist nicht so weit hergeholt, weil ich bei großen Veranstaltungen, man glaubt es nicht, weil ich relativ kurze Haare habe. Aber auch da drehe ich da schon mal den einen oder anderen Lockenwickler ein, um mich einfach sozusagen so zu fühlen, dass ich das Gefühl habe, okay, die Haare sitzen, New York, Rio, Tokio, ich kann jetzt überall auftreten und ich fühle mich gut. Nicht damit ich in so einem Minusbereich anfange, sondern ich möchte mich gut fühlen. Natürlich bereite ich zeitnah, also mit viel Vorlaufzeit eine gute Präsentation vor. Ich frage mich aber auch, wer ist meine Zuhörerschaft? Was interessiert? Was ist mein Ziel selber? Was möchte ich eigentlich an dem Tag erreichen? Und fühle ich mich gut? Also neben dem Optischen gehört dazu, eben bin ich ausgeschlafen, fühle ich mich gut? Weil dann kann ich mit einer gewissen Entspannung daran gehen. Für die Präsentation ist es ja wichtig, einen gewissen Faden zu haben. Und so manch einer von euch kennt bestimmt Simon Sinek, Start with Why. Das ist eine Methode, die Simon Sinek, Amerikaner, entwickelt hat. Eine Methode, die wie man Wissen strukturiert präsentiert. Und wer das noch nicht kennt, ich würde das empfehlen. Es gibt ein kurzes YouTube-Video, wo er eben seine Methode erklärt.
Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Baukastensystem, wie man jede Präsentation vorbereiten kann. Also er sagt, wenn wir mit dem Why anfangen und unserer Zuhörerschaft erklären, was ist der Sinn dessen, was ich heute vorstellen möchte? Warum ist das überhaupt wichtig? Und dieses Why sollte immer die Begründung eben aus der Sicht der anderen sein, dass man ihnen klar macht, warum ist dieses Thema wichtig? Dann, wie erreiche ich das? Also, was soll entstehen und welche Schritte muss ich machen, um das zu erreichen? Und bei What klären wir, was ist das Ziel hinterher? Das ist eine Art. Es gibt jetzt noch einen sehr starken Redner, also es gibt viele starke Redner, aber oft zitiert ist die Rede von Steve Jobs. Steve Jobs, als er damals das Apple präsentiert hat, der hat auch genauso strukturiert Bausteine genommen, der hat es nur umgesetzt. Er hat angefangen mit dem What. Er hat erstmal erklärt, wo ist der gedankliche Rahmen, wo ist der Kontext, was ist das zu erwartende Ergebnis, also wo wollen wir hin? Und ich will das hier so kurz klar machen, das ist der Grund, warum ich heute gesagt habe, wer sind eigentlich die Menschen, die andere begeistern, wie Barack Obama oder ein Kind? Was macht die aus? Das ist unser Ziel, dass wir auch sowas erreichen, dass wir Charisma haben, dass wir andere mit uns reißen. Dann fragen wir uns natürlich eigentlich, und wie geht das Ganze jetzt? Also, aber dem würde ich dann nochmal vorschieben, und das hat Steve Jobs damals beispielhaft gehabt. Warum ist das überhaupt wichtig? Damit man weiß, warum wollen wir andere begeistern? Also bei uns, ich hatte vorhin mit Herrn Brandstätter gesprochen, es geht hier nicht darum, andere zu begeistern, um unser eigenes Feuerwerk loszuwerden, um unser Selbst wegen, sondern es geht darum, dass wir ja eine bestimmte Vision haben. Wir haben eine Vision, dass wir ein Projekt umsetzen wollen, dass wir ein Produkt verkaufen wollen. Und um das zu machen, sind diese Geschäftsbeziehungen absolut wichtig. Und das geht nur, wenn wir andere begeistern, weil letztendlich ist ja jedes Produkt, jede Dienstleistung, jedes Non-Profit-Projekt, alles ist austauschbar. Das heißt, was nicht austauschbar ist, sind wir Menschen, die dahinter stehen. Und Geschäftspartner entscheiden sich für uns Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten wollen. Deswegen wollen wir das. Und dann geht es eben last not least zum How. Wie kann man das Ganze erreichen? Wenn wir also uns zu Hause vorbereitet haben, der Pitch, dann geht es jetzt um das Wie. Jetzt wollen wir genau auf das Wie kommen. Das heißt, hier ist die Frage, wie beginnt man eigentlich so einen Pitch? Wie beginnen wir unsere Produktvorstellung? Wie beginnen wir zu präsentieren, wenn unser Vorgesetzter sagt, wir wollen einen großen Event machen, zeig mir mal, was denkst du dir dazu? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, mal den Mut zu haben, aus der Komfortzone rauszugehen. Also definitiv würde ich nie einen Fallschirmsprung machen. Das ist insofern quasi meine größte Mutprobe. Aber ich gehe regelmäßig aus meiner Komfortzone heraus. Das heißt, gestern habe ich irgendwie einen TikTok gesehen von Ariana Grande. Sie war bei einem Konzert und witzigerweise, da saß gerade Barack Obama und Michelle. Und sie war ein bisschen von der Rolle und sie startete erstmal ganz kurz mit "Guten Abend, Mr. President, how are you?" und hat einfach mit ihrer Emotion, hat ihre Emotion rausgelassen und damit hatte sie natürlich gleich die Begeisterung aller, die dort in dem Saal war, weil sie den Mut hatte, eine persönliche Frage an den Präsidenten zu stellen. Man kann, wenn es eine Pitch-Situation ist, bei der mehrere sich vorstellen, man kann auch mal, wenn alle stehend anfangen, dann kann man sitzend beginnen. Man kann sitzend beginnen, wenn alle stehend beginnen. Man kann mit einer Geschichte anfangen. Also einfach den Mut haben, mal was anderes auszuprobieren. Da kommen wir auch schon auf den nächsten Punkt, das ist Storytelling. Botschaften verdeutlichen sozusagen, Stories verdeutlichen unsere Botschaft. Also wenn wir eine Geschichte erzählen, dann ist es für den anderen besser zu verstehen. Das sind auch die Sachen, die hinterher hängen bleiben. Also viele Bullet Points, haben wir alle gelernt, sind nicht das, was hängen bleibt. Aber es sind die Geschichten, die hinterher hängen bleiben. Und ganz wichtig finde ich, authentisch zu sein. Also da ist einfach wichtig, bei uns selbst zu sein, sich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern vielleicht das, was wir an anderen toll finden, können wir ja als Inspiration nehmen. Aber es wird immer Lügen haben und kurze Beine. Also wenn wir vorgeben, jemand anderes zu sein, als wir sind, das wird irgendwo kippen im weiteren Verlauf. Also, und es entspannt unheimlich, wenn man sich dessen bewusst macht, dass es gut ist, dass wir so sind, wie wir sind. Man kann auch mal sagen, ich bin aufgeregt, ich freue mich oder, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mal einen Vortrag gehalten vor 250 Menschen und hatte einen Hänger. Ich war irgendwie total im Hänger. Das war in New York. Das war eine besondere Situation in einem Theater und ich war nach relativ kurzer Zeit im Hänger.
und habe zur Seite geguckt, habe einmal eingeatmet, ausgeatmet, habe mich dafür entschuldigt und war sofort wieder da. Und es haben mir alle verziehen. Es war einfach nicht schlimm. Und es fühlte sich für mich, wenn man das einmal durchgemacht hat, dann ist es völlig in Ordnung, einfach authentisch zu sein und dazu zu stehen, was man gerade denkt und fühlt. Ja, Lachen. Ich habe dazu eine Geschichte. Als ich vor vielen, vielen Jahren geheiratet habe, da hat damals der Pastor gesagt, liebe Gemeinde, wir wollen jetzt ein Lied singen, und ich wollte nur noch kurz eine Anmerkung machen: mit geschlossenem Mund kann man nicht singen. Und ich sehe es genau. Und ich würde mich freuen, wenn die Münder aufgehen und sie einfach alle mitsingen. Und ich glaube, dass man ohne ein Lachen zwischendurch oder ein freundliches Gesicht kann man niemanden begeistern. Also wenn wir die ganze Zeit eben sehr ernst reden und konzentriert, dann kommt diese Begeisterung, die wir ja eigentlich übermitteln wollen, einfach nicht rüber. Also zwischendurch sich wieder anzudocken und zu sagen, komm, wofür stehe ich hier, was möchte ich? Und dann wieder die Begeisterung, die anderen spüren zu lassen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und für diesen Punkt möchte ich aufstehen, die Haltung. Jetzt muss ich erstmal einmal kurz die Kamera machen. Ich war bei der Physio gestern, da ist mir das nochmal klar geworden. Ich hatte ein bisschen Rückenprobleme und arbeite gerade auch an meiner Haltung für das Tägliche. Und beim Yoga haben wir das ja auch. Also wenn wir uns angucken, dass hier der höchste Punkt, dass diese Haare uns hochziehen und ja, Männer, die vielleicht weniger Haare haben, dann würde ich sagen, einfach hier einmal drauf tippen. Wir holen Luft im Brustkorb. Das heißt, wenn wir vor einer aufregenden Situation sind, dann ist es ja ganz wichtig, dass wir Luft holen, dass wir tief einatmen können. Und da können wir uns in diesem Bereich, können wir uns Luft schaffen und die Schultern nicht verkrampft da oben zu haben, sondern entspannt halten zu lassen, die Hände zu behalten, aber auch beide Beine fest auf dem Boden zu verankern, das gibt uns eine Stabilität. Und wir stehen irgendwie nicht so schräg von einem auf dem anderen Bein, sondern wir haben, es strahlt einfach von der Gestik und Mimik eine bestimmte Zuversicht. Oh, Entschuldigung, ich bin schon, ups, mein Wecker habe ich mir gestellt, damit ich weiß sozusagen, wie viel Zeit ich noch habe. Das heißt, es bringt eine bestimmte Zuversicht, die wir da haben. Also die Haltung ist ein ganz wichtiger Punkt. So. Wir gehen wieder ein tiefer, weil nämlich das nächste Thema Blickkontakt, und da, ich muss noch mal die Kamera tiefer machen, das ist natürlich in diesen Phasen ein bisschen schwieriger, den Blickkontakt zu halten, weil wenn man diese ganzen Zoom-Calls hat, sind die Blicke auf unterschiedlichen Stellen. Wenn wir aber live vor Ort sind, dann gibt es uns die Möglichkeit, sozusagen Menschen im Blickkontakt direkt mit einzubeziehen. Thema Augenhöhe ist ganz eng damit verbunden. Also wobei das natürlich hier was ganz anderes meint. Wir können es als Eltern machen wir es so, dass wir unsere Kinder, wir knien uns auf die Höhe unserer Kinder, dass wir mit ihnen auf Augenhöhe sind. Es ist im Geschäftsleben so, dass gute Gespräche immer dann entstehen, wenn wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und sowohl jemand, der zu laut ist und die anderen in die Ecke treibt, ist einschüchternd, aber auch die ganz ruhigen Menschen sind so, dass dann oft andere nicht wissen, was denken die eigentlich. Also hier geht es darum, uns selber auch nicht kleiner zu machen, als wir sind. Es geht ja oft darum, dass wir vor einem Chef oder einem Kunden oder einem Investor präsentieren wollen. Und wenn wir uns trauen, uns ein bisschen hochzunehmen und einfach mal 5 Minuten so tun, als ob wir ganz, ganz selbstsicher sind, nehmen uns andere so wahr, behandeln uns ganz anders und dann sind wir auf Augenhöhe. Also, und zum Schluss nochmal andere groß machen, ohne sich klein zu machen. Das hat viel mit dem Thema Respekt zu tun. Also einem Kunden zu sagen, warum wir so gerne mit ihm zusammenarbeiten würden, was wir an ihm toll finden, das ist auch manchmal unheimlich viel wert. Und ich glaube, wir machen uns dadurch nicht kleiner, sondern wir machen uns groß, wenn wir auch mal sagen können, was wir an dem anderen toll finden. Das ist mit sozusagen dieser Ablauf, wie wir das Ganze präsentieren. Wir wollen aber das ganze Gespräch auch noch mit einem starken Landing enden. Das heißt, wenn der Kunde nicht weiß, warum wir da sind, also eine Call to Action hat, wir kennen das aus dem Marketing von der Webseite, wir brauchen einfach eine Call to Action, wo wir sozusagen ganz klar machen, was wollen wir. Und das geht durch eine Ich-Botschaft, dass wir anderen sagen, ich würde mich jetzt freuen, wenn ich Sie in 2 Wochen nochmal anrufen darf und wir gucken, wie wir weitermachen. Also um andere zu begeistern, ist das auch ganz wichtig. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, für den es manchmal auch ganz viel Mut braucht. Das ist die Nachbereitung. Menschen haben ein Bedürfnis nach Bindung. Wir haben
lasst uns weiter dann auch hinterher der zentrale Ansprechpartner sein, regelmäßigen Kontakt halten und langfristige Beziehungen aufbauen. Das ist Networking. Das ist einfach deswegen wichtig, weil der andere auch jetzt, der ist ja nicht umsonst gekommen oder hat sich nicht umsonst die Zeit genommen. Das ist ja ganz toll, dass er das gemacht hat. Da sollten wir unbedingt ansetzen. Im Englischen steht das Wort Work in Networking und es geht eben darum, dass wir ein Netzwerk aufbauen an Menschen, die einander auf Augenhöhe unterstützen, um was Tolles zu erreichen. Es soll sich nicht wie Work anfühlen, sondern gut ist, wenn wir dabei möglichst bei uns bleiben, authentisch, aber auch Empathie haben. Und diese Endung ing aus dem Englischen zeigt, dass es ein ongoing Prozess ist. Das ist niemals abgeschlossen, sondern wir sind immer sozusagen dabei, eben diese Netzwerke weiterhin zu pflegen. Das ist das, was wir sozusagen, wie wir Beziehungen aufbauen können. Das ist Networking in meinen Augen. So begeistern wir andere. Und ja, wenn ich helfen kann, ich helfe Unternehmen, ich mache 1:1 Beratung und halte Impulsvorträge, dann freue ich mich. Und freue mich vor allen Dingen aber jetzt, wenn wir ein bisschen diskutieren können über Fragen und dass wir gemeinsam in das Thema noch einsteigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.